Wir sind hier am diesjährigen Energiewende-Festival. Die letzten Aufbauten sind am Entstehen. Vor uns haben wir den Dom, Living Dome, mit drei, sagen wir vier AD Geranium. So, der ist eigentlich nicht wirklich voll in Betrieb, weil die Schrift sehr viel Schatten aufs Modul wirft. Dann kann man eigentlich hier rein. Und das Schöne ist, wir sehen hier den Zeller. Der läuft rückwärts. Also es wird jetzt Strom ins Netz hier vom Energiewende-Festival eingespissen. Was wird produziert? Das sehen wir hier an dem Strommeter. Aktuell sieht man das hier. Schlecht, he? So. 697, fast 700 Watt wird aktuell hier produziert. Mit diesen sicher 3 AD Geranium und ein 40 können wir nicht wirklich dazu zählen. Jetzt möchte ich hier den Elektroroller einstecken. Und dann schauen wir, wie viel das der zieht. Ups, nochmal einstecken. Der muss geladen werden, damit die wieder heimkommen. Der braucht 640, 630, sieht es ein bisschen schlecht. Wie sieht man das besser? So. 630 Watt. Sprich, aktuell wird der Elektroroller hier mit diesen Solarpanels hier geladen. Das am 4 Uhr am Nachmittag, also am 12 Uhr wäre es deutlich noch besser. Der Zähler läuft immer noch rückwärts, sprich optimale Eigenstromnutzung. Man sieht, dass er ganz langsam zurückläuft. Jetzt sollte gleich mal die schwarze Scheibe kommen, damit wir es auch wirklich beweisen können. Hier, bam, der Zähler geht zurück. Also es wird trotzdem Elektrorollerladung immer noch Strom für die übrigen Nutzer, zum Beispiel hier hinten, jemand am Computer und so weiter, von dieser AD Geranium Solaranlage, die die Energiegenossenschaft Schweiz hier zur Verfügung gestellt, eingespissen. Ja, yeah, mit der Sonne ist es möglich.